Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Im Moment stehen die Zeichen eher wieder auf Sturm. Und damit ist an dieser Stelle nicht die meteorologische Lage gemeint, zu der kommen wir später, sondern die Weltpolitik. Im Konflikt mit Russland sah es Anfang der Woche ja eher nach, naja, vorsichtiger Entspannung aus. Aber jetzt wird die Tonlage wieder scharf. US-Präsident Biden hat erneut erklärt, er befürchte einen russischen Einmarsch in den nächsten Tagen. Im Osten der Ukraine gab es beunruhigende Gefechte, deren Hintergründe im Einzelnen noch unklar sind. Außerdem hat Moskau neue Forderungen an den Westen gerichtet und nebenbei den amerikanischen Vizebotschafter ausgewiesen. Das sind ziemlich viele ungute Entwicklungen. Florian Neuhan berichtet. Wer als US-Außenminister hier vor einem Krieg in der Gegenwart warnen will, der muss erst mal kämpfen gegen den Schatten der Vergangenheit. Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, New York. Vor 19 Jahren hieß der US-Außenminister Colin Powell. Das Regime, vor dem er warnen wollte, saß im Irak. Die von Powell vorgelegten Beweise aber waren falsch. Sein Nachfolger Anthony Blinken sagt heute, das sei nicht zu vergleichen. Ich bin mir bewusst, dass manche unsere Informationen in Zweifel ziehen, weil sie an frühere Begebenheiten erinnern, wo unsere Erkenntnisse sich nicht bestätigt haben. Aber lassen Sie mich klar sagen, ich bin hier heute nicht, um einen Krieg zu beginnen, sondern um einen Krieg zu verhindern. Es geht um die Ukraine, wo heute an der Frontlinie wieder Gefechte gemeldet werden, wo jede Seite die andere beschuldigt und wo schon ein kleiner Zwischenfall einen großen Krieg auslösen kann. Auch heute steht erstmal Aussage gegen Aussage. Auf der einen Seite Russland, das wieder Bilder veröffentlicht, die einen Abzug von Truppen und Gerät zeigen sollen und dessen Regierung jede Kriegswarnung als westliche Hysterie abtut, auch in New York. Wir werden nicht zulassen, dass sie diesen Ort nutzen für ihre aggressiven Wortverrenkungen, dass wir angeblich vorhaben, die Ukraine anzugreifen. Auf der anderen Seite der versammelte Westen, heute etwa bei der NATO in Brüssel, der Russland seinerseits eklatante Lügen vorwirft. Wir sehen, sie tun das Gegenteil dessen, was sie sagen. In den letzten 48 Stunden haben sie ihre Truppen um bis zu 7000 Soldaten verstärkt. Wir nehmen sie beim Wort, aber wir werden sie an ihren Taten messen. Was also tut Russland? Rückzug oder Aufmarsch? Beim preisgekrönten Recherchekollektiv Bellingcat studieren sie hunderte Truppenvideos aus sozialen Medien, Satellitenbilder. Ihr Befund bislang ist eindeutig. Russlands Behauptung eines Truppenabzugs ist irreführend, wenn nicht komplett falsch. Wir sehen ungefähr dieselbe Zahl von Soldaten, die sich weg von der Grenze bewegt, wie hin zur Grenze. Es scheint, als hätten diese Bewegungen vor allem ein Ziel, Verwirrung zu stiften. Verwirrung stiften, um einen Krieg zu beginnen? Im Sicherheitsrat beschreibt der US-Außenminister, wie Russland einen Vorwand für Krieg schaffen könnte. Das könnte ein fingierter terroristischer Bombenanschlag in Russland sein, die Entdeckung eines erfundenen Massengrabes in der Ukraine, ein vorgetäuschter Drohnenangriff oder ein falscher oder sogar echter Angriff mit Chemiewaffen. Es ist eine Warnung, wie die Welt sie in dieser Krise noch nicht gehört hat. Einig sind sich beide Seiten heute nur darin, die Lage sei gefährlich. Das wollen wir mit unseren Korrespondenten noch vertiefen. Schauen zunächst nach Washington, Elmar Thewissen. Joe Biden hat ja jetzt erneut vor einem Einmarsch in den nächsten Tagen gewarnt. Das gab es schon mal, dann passierte es aber nicht. Wie wird diese Dringlichkeit von der US-Regierung begründet? Ja, die Lage schätzt man hier als wirklich sehr, sehr ernst ein, so hören wir aus dem Weißen Haus. Das hat mit drei Punkten zu tun. Der erste ist eben, dass die Zahl der Soldaten noch mal deutlich erhöht wurde, innerhalb von 30 Kilometern zur ukrainischen Grenze, entgegen der Versprechungen zu Beginn dieser Woche. Zum zweiten eben mögliche False-Flag-Operationen, also inszenierte Gewalttaten, um damit einen Vorwand für den Krieg zu bekommen. Da gibt es weitere Hinweise, über die ja russische Medien, die staatliche Verbindungen haben, eben in den letzten
letzten Tagen auch berichten, zum Beispiel ein angebliches Massengrab im Osten der Ukraine. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, das Wichtigste hier im Weißen Haus, ist die Antwort aus Moskau eingegangen auf die Vorschläge der NATO und die des US-Präsidenten. Und das wird hier als sehr, sehr klare Absage gewertet. Denn innen drin steht im Grunde genommen, wenn man das durchliest, dass man die Zeit zurückdrehen will auf das Jahr 1997, als der Kreml ja mit der NATO eine Grundakte verabschiedet hat. Das würde bedeuten, dass selbst so Staaten wie die baltischen Staaten die NATO wieder verlassen müssten, dass man NATO-Truppen aus Osteuropa wieder abziehen müsste. Also der Kreml bleibt bei seinen Maximalforderungen, erklärt das zu einem Gesamtpaket, aus dem man nicht einzelne Teile rausbrechen kann. Und das wird hier im Weißen Haus sehr klar als Signal gesehen, dass es eine Eskalation geben kann. Und der Präsident rechnet damit schon in den nächsten Tagen. Schauen wir mal Perspektivwechsel nach Moskau zu unserem Kollegen Christian Semm. Diese neuen Maximalforderungen, wie Elmar eben sagte, die Russland da erhebt, warum tut Putin das? Wie wird das von Beobachtern in Moskau eingeordnet? Ja, das ist die klare Ansage, dass Moskau derzeit an einer Kompromisslösung unter den Bedingungen nicht interessiert ist. Sonst wäre man ja konstruktiv auf die Vorschläge der Amerikaner eingegangen. Das ist nicht passiert. Im Gegenteil. Die Maximalforderung, die wurde ja sogar noch mal erhöht, obwohl man hier auch ganz genau weiß, dass das natürlich nicht erfüllt werden kann. Und das klang vor zwei Tagen, klang das ja auch ein bisschen anders, als Bundeskanzler Scholz hier war. Da war viel von Dialog die Rede. Da hat sich Wladimir Putin in der Pressekonferenz ja auch schon auf die Vorschläge der Amerikaner bezogen, hat gesagt, das ist nicht die Antwort, die wir hören wollen, aber da sind doch ein paar Punkte dabei, über die man diskutieren könnte. Und davon ist jetzt heute nichts mehr zu hören. Das ist natürlich dann ein Punkt, der hier kritisch gesehen wird. Und dazu kommt auch noch die beunruhigende Lage an der Grenze. Es gibt Verwirrung über den Truppenabzug. Sind sie jetzt wirklich abgezogen in Teilen oder sind sogar noch neue dazugekommen? Und dann heute die beunruhigenden Meldungen aus der Ostukraine, dass es neuen Beschuss gibt. Auch wenn man da die Details noch nicht kennt, weiß man, dass das natürlich ein Pulverfass ist und dass die Lage da sehr leicht eskalieren kann in einer Region, in der die Menschen schon seit jetzt fast 8 Jahren unter dem Krieg leiden. Allerdings. Dankeschön für diese Einschätzungen aus Moskau und Washington. Und wir wechseln hart das Thema und gehen nach Deutschland. Der sogenannte Wohnungstag, ein großer Branchentreff heute in Berlin, befasst sich zweifellos mit einer der größten gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Das Wohnen ist Sozialfrage und betrifft zugleich massiv den Klimaschutz. In der Mehrheit sind wir noch weit davon entfernt, klimafreundlich zu wohnen, im Gegenteil. Der Umbau wird allerdings kosten. Zugleich braucht es, vor allem in den Städten, bezahlbaren Wohnraum. Sozialverträglich und klimafreundlich und das alles auch noch möglichst schnell. Wie soll das gehen? Das habe ich Robert Habeck gefragt, der ja gerade mit der Kürzung von Baufördermitteln für viel Empörung gesorgt hat. Doch zunächst ein Bericht von Silvia Blessmann. Diese Platte hat Potenzial. Einem über 50 Jahre alten DDR-Bau des Typs WBS 70 werden nochmal 3 Stockwerke aufs Dach gesetzt. Das Pilotprojekt einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft will zeigen, dass auch mit Aufstockung sozialer Wohnungsbau möglich ist. Experten aus Politik und Bauwirtschaft erfahren, dass hier zwar keine neuen Grundstückskosten anfielen, aber man vor vielen anderen Problemen stand. Es geht los bei der Ertüchtigung der Fundamente im Keller. Schon da beginnen die ersten Herausforderungen für die Mieter. Wir würden sehr gerne den sozialen Wohnungsbau auch in Holz vorantreiben. Da haben wir es mit enormen Kostensteigerungen zu tun. Die müssen wir in den Griff bekommen. Insofern ist es für mich fast alternativlos. Wir werden sozialen Wohnungsbau auch auf den Dächern in unseres Bestandes weiterentwickeln. Durch den Umbau von Altbauten könnten allein auf Wohngebäuden 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Weitere 2,8 Millionen über Büros oder Läden. Insgesamt 4,3 Millionen neue Wohnungen. Vor allem Metropolen wie Berlin müssen in die Höhe bauen, verdichten und umnutzen. Der Anteil von Grund und Boden am Gesamtpreis liegt bereits bei 45%. Explodierende Baustoffpreise und wachsende Klimastandards sind ständige Kostentreiber. Die regierende Bürgermeisterin hat Wohnungsneubau
zur Chefinnensache erklärt und fordert auf dem Wohnungsbautag eine gesunde Balance zwischen sozialen und ökologischen Interessen. Es ist notwendig, dass wir bei allem, was wir an Standards setzen, was wir fordern, an auch ökologischer Nachhaltigkeit, dass da genauso auch die Frage der Bezahlbarkeit und der sozialen Verträglichkeit gestellt wird. Und vielleicht muss man nicht immer 100% aller Wünsche erfüllt bekommen, um auch ein gutes Ziel zu erreichen. Neben deutlich mehr Umbau setzt die Bundesregierung auch auf mehr Neubau. Ein aktueller Kostencheck zeigt jedoch, dass der Neubau am teuersten ist, gefolgt von Modernisierung, Ausbau und Aufstockung. Am günstigsten ist der Umbau von Bürogebäuden. In diesem neuen Wohnquartier in Berlin-Hellersdorf konnten nur mit KfW-Fördergeldern bezahlbare Wohnungen entstehen. Gelder, die dann teilweise gestoppt wurden. Die Baubranche fordert langfristige, verlässliche Förderkriterien. Die Regierung ist unter Druck. Demzufolge bin ich dabei, habe ich heute auch angekündigt, eine zweite Milliarde für den sozialen Wohnungsbau auf den Weg zu bringen. Auch mit dem EH55-Standard, auch mit Blick auf das Klima. Der Staat wird tief in die Tasche greifen müssen, um die ehrgeizigen Wohnungsbauziele zu erreichen. Tja, für die Förderung von Wohnungsbau, der zugleich klimafreundlich sein soll, ist der Bundeswirtschaftsminister zuständig. Guten Abend, Herr Habeck. Hallo, guten Abend. Ihnen wurde heute auf dem Wohnungsbautag ja sicherlich auch noch mal gesagt, wie unerfreulich die Branche das fand, dass sie die Fördermittel für energieeffizienten Wohnungsbau so abrupt gestoppt haben. Konnten Sie denn da eine erfreuliche Perspektive bilden? Oder wie geht es da jetzt bieten? Oder wie geht es da jetzt weiter? Also erstens, das war unerfreulich, keine Frage. Das Geld war schlicht alle. Und die Kreditförderanstalt, die KfW-Bank, durfte nicht weiter auszahlen, nachdem es keine Gelder gab. Der Staat kann ja keine Gelder versprechen, die nicht im Haushalt bereitgestellt sind. Das war also eine Vollbremsung und sicherlich ein Schock für viele. Und ja, es gibt eine Perspektive, die weitergeht. Wir haben die bewilligten oder die gestellten Anträge werden jetzt bewilligt und die Sanierungsförderung, also bestehende Häuser, klimafreundlicher machen, die läuft ab nächster Woche wieder an. Und das Folgeprogramm wird auch zeitnah wieder aufgelegt. Aber Sie wollen ja die Standards erhöhen. Also diesen mittleren Standard, den man bisher hatte, den soll es da nicht mehr geben, sondern es soll noch klimaeffizienter gebaut werden. Das Problem ist ja, dass Bauen immer so einen irrsinnig langen Vorlauf hat. Auch bis dann mal Anträge auf Förderung gestellt werden, hat das einen wahnsinnig langen Planungsvorlauf. Da stehen jetzt sogar Schadensersatzforderungen an Sie im Raum. Also wir wollen die Standards erhöhen. Wir haben auch, weil das Programm davor so teuer war, noch 1 Milliarde bereitgestellt für Neubauprogramme. Die werden aber auf einem höheren Standard sein. Und da muss man sich auch klar machen, dass die Milliarde schnell weg sein kann. Wir werden es anders machen als jetzt davor. Es gibt also kein Enddatum, kein kalendarisches, beziehungsweise Ende des Jahres haben wir ein neues Fördergesetz dann und eine neue Förderung, klar. Aber diese 1 Milliarde steht zur Verfügung und die wird dann über höhere Standards verausgabt werden mit einem geringeren Fördersatz. Und So eine Milliarde, sage ich da, es könnte ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, wenn man weiß, dass es allein schon die Sanierung. Muss man sich klar machen, die kann nach wenigen Wochen weg sein. Ja, wir genau, das an, ist ja im Prinzip nicht viel. Das ist richtig. Aber die Sanierung auch, also der Neubau kostet viel von klimaeffizienten Häusern und die Sanierung auch. Also da nennen Verbände ja große Zahlen, 50 Milliarden, dann Billionen in den nächsten Jahren bis 25. Wie soll das aufgefangen werden, wenn man doch gleichzeitig einen Wohnungsbau auch will, der bezahlbar bleibt? Indem man eine Trennrechnung anstellt. Was der Staat fördern sollte, ist das, was nicht Standard ist, also die ökologische Höherwertigkeit, die Klimafreundlichkeit im Bauen. Da haben wir jetzt in den letzten Jahren einen Schlendrian erlebt. Es gab eine Überförderung, deswegen sind die Gelder so stark belegt gewesen. Und er sollte den sozialen Wohnungsbau fördern und damit die Preise günstig machen, gerade für die Menschen, die es nicht so dicke haben. Das haben wir in der Vergangenheit ineinander geschoben und deswegen ist die Klimaförderung auch zur Kofinanzierung des sozialen Wohnungsbaus genommen worden. Das trennen wir jetzt und die Kollegin Clara Geiwitz wird über das Bauministerium einen großen Pott auflegen, 1 Milliarde haben, um den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Und wenn der auch noch klimafreundlich ist, dann kommen noch die Gelder aus dem Klimaministerium obendrauf. Ja, klimafreundlich zu bauen, das müsste ja eigentlich ein Anliegen, gerade auch der Grünen sein. Dann auch, wenn man von CO2-Bilanzen beim Bauen spricht, da ist dann zum Beispiel Holzbau, gilt dann als State of the Art. Aber ich habe letztens einen Handwerker witzeln gehört, die Dachlatten, das sind die neuen Goldbarren, weil einfach die Kosten so in die Höhe geschossen sind. Es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, billig zu bauen und dann auch billig zu vermieten. Also die Baukosten sind enorm nach oben gegangen, sprunghaft, zusammen mit den Energiepreisen eigentlich. Und vor allem im Holz ist das so. Tatsächlich
ist es so, dass Dachlatten im Moment der Goldstandard sind im Bauen. Das liegt an der hohen Nachfrage global nach Rohstoffen und an Spekulation in den Märkten. Und gerade beim Preis, also bei der sozialen Frage im Bauen, gar nicht jetzt bei meinem Ressort, der Klimaschutzaufgabe, sondern beim bezahlbaren Wohnungsbau, der ja für viele Menschen nötig ist und viele Menschen umtreibt, muss man sagen, dass auch in den letzten Jahren enorm Spekulation reingegangen ist. Also sehr viel Geld angelegt wurde und dadurch die Preise getrieben wurden. Spekulation ist das eine, aber eben die Baustoffe das andere. Herr Habeck, das ist ein breites Feld, also allein die Altbausanierung, da könnten wir jetzt eigentlich, glaube ich, nur eine halbe Stunde drüber reden, wie man Heizungen umstellt. Aber wir sind halt heute an einem Tag, wo auch noch das Weltgeschehen uns hier reinfliegt. Etwas brachialer Übergang, aber mit Blick auf die Ukraine, wir haben Sie am Anfang der Sendung gehabt. Wie sehr befürchten Sie, dass dieser Konflikt jetzt wirklich eskaliert? Sie sind ja Vizekanzler auch dieser Regierung. Ja, ich hoffe, dass es nicht passiert. Aber man muss realistisch sein und sagen, so eine Massierung von Truppen haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht gehabt. So eng aufeinanderstehend. Und wir haben ja eigentlich einen Krieg in der Ostukraine schon die ganze Zeit. Der ist etwas stillgestellt gewesen. Aber Leute sterben da und auf die wird geschossen. Und es bedarf nur eines Funkens, um aus einer angespannten Situation jetzt einen massiven Konflikt zu machen. Und wenn dieser Funken auch noch geschürt wird, wenn also provoziert wird, wenn ein Vorgehen an den Tag kommt, wo man verdeckte Aggressionen macht, um daraus dann aggressive Akte abzuleiten, dann kann das sehr schnell bedrohlich werden. Also die ganze Bundesregierung und ich auch persönlich, wahrscheinlich alle, sind hoch alarmiert, was wiederum nur heißt, dass die Diplomatie alle Anstrengungen unternehmen muss, diese Situation zu deeskalieren. Sagt der deutsche Vizekanzler Herr Habeck. Danke für das Gespräch. Ich habe zu danken. Und damit kommen wir zu dem Sturm, der durch Deutschland fegte. Und der war, wie angekündigt, heftig. Damit beginnen die Nachrichten von Hanna Zimmermann. Orkantief Ilenia hat zu Chaos und hunderten Einsätzen von Feuerwehr und Rettungskräften geführt. Drei Menschen sind ums Leben gekommen. Darunter ein Autofahrer in Niedersachsen bei Bad Bevensen. Bei einer Landstraße stürzte ein Baum auf sein Auto. In Hamburg zerschlug eine Welle die Frontscheibe einer Hafenfähre. Drei Passagiere sollen dabei leicht verletzt worden sein. Und bei der Bahn viele Zugausfälle wegen entwurzelter Bäume, aber auch als Vorsichtsmaßnahme. Im Norden hatte die Bahn den Fernverkehr vorsorglich eingestellt. Und es bleibt stürmisch. Ab morgen Nachmittag zieht bereits das nächste Orkantief durch die Nordhälfte Deutschlands. An den Küsten dann stellenweise mit extremen Orkanböen mit bis zu 160 Stundenkilometern. Mehr dazu später im Wetter. Amy Gutman hat ihr Amt als neue US-Botschafterin in Deutschland angetreten. Am Mittag hat die 72-jährige Politikwissenschaftlerin von Bundespräsident Steinmeier ihr Beglaubigungsschreiben erhalten. Gutman hat deutsch-jüdische Wurzeln und ist die erste Frau auf diesem Posten. Fast zwei Jahre war dieser unbesetzt. Grund dafür eine Blockade der Republikaner im US-Senat. Frankreich will seinen Antiterroreinsatz in Mali beenden. Als Grund nannte der französische Präsident Macron die zunehmenden Konflikte mit der Militärregierung in dem westafrikanischen Land. Auch die Bundeswehr ist in Mali stationiert. Sie beteiligt sich dort an einer EU-Ausbildungsmission und ist außerdem Teil einer UN-Friedenstruppe. Beide Mandate laufen Ende Mai aus. Ob diese Einsätze ohne Frankreich fortgeführt werden können, ist laut Verteidigungsministerin Lambrecht noch ungewiss. Die Frage nach dem Mali-Einsatz der Bundeswehr wird uns in nächster Zeit sicher noch beschäftigen und ein größeres Thema werden. Doch insgesamt ist im Schatten der Pandemie und der Russland-Problematik der afrikanische Kontinent für viele hier in Europa etwas aus dem Fokus gerückt. Zu Unrecht, denn was in Afrika geschieht, betrifft uns in so vieler Hinsicht. Unter anderem bei der Pandemiebekämpfung, bei Migrationsfragen, Investitionen, Rohstoffen und, was vielen vielleicht nicht so sehr bewusst ist, beim Thema Klimawandel. Einer der Schwerpunkte beim zweitägigen EU-Afrika-Gipfel in Brüssel. Über den Auftakt berichtet Gunnar Krüger. Bei diesen Bildern ahnt man es nicht, doch dieser Gipfel will weg von den Klischees. Afrika brauche Europa, klar, aber auch umgekehrt. Brüssels Sitzordnung sendet heute die Botschaft, so viel Augenhöhe war nie.
Wir brauchen keine Anweisungen, wie wir uns zu entwickeln haben. Wir wollen nicht ausgeschlossen werden. Wir wollen mit Europa eine neue Partnerschaft begründen. Der Gipfel heute ist der erste Meilenstein. Ich liebe die Vision, dass zwei Kontinente Hand in Hand arbeiten für eine bessere Welt. Dafür müssen die Europäer ihren Gästen schon etwas bieten. Investitionen etwa von 150 Milliarden Euro, auch für Klimaschutz, für Afrikas Energiewende. Länder wie Südafrika wollen Kohle noch ausbauen. Die EU möchte stattdessen für Europa in Afrika Wasserstoff produzieren. Die Energiepartnerschaft zwischen Europa und Afrika ist von zentraler Bedeutung. Und das, was wir uns vorgenommen haben mit erneuerbaren Energien, ist gleichzeitig eine Entwicklungsperspektive für viele Länder Afrikas. Für viele, aber nicht für alle. Stichwort Anweisungen. Afrika ist nicht verantwortlich für den Klimawandel. Unser Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß ist nur 4%. Der Kontinent ist nicht industrialisiert, also kann man von uns nicht fordern, auf fossile Energien zu verzichten. Auch im Kampf gegen Covid-19 gegenseitige Abhängigkeit und Streit. In Afrika liegt die Impfquote bei 11%. Südafrika baut darum mRNA-Impfstoffe nach, haltbarer und billiger. Die deutsche BioNTech schickt dagegen Impfstofffabriken in den Senegal, aber gibt Patente nicht frei. Deutschland bleibt dabei hart, viele Afrikaner auch. Es wird ein großer Erfolg, aber wir sind bereit, darüber hart und lang zu verhandeln. Der Streit blockiert den Gipfel und der eigentlich größte ist nur am Rande Thema. Afrika will legale Migration, Europa die Rücknahme von Menschen ohne Bleiberecht. Projekte wie dieses in Ghana bringen sie wieder in Arbeit. Das Ziel der Europäer? Dass viel Geld auf den afrikanischen Kontinent investiert werden soll, damit eben Flucht erst gar nicht stattfindet. Migration, Gesundheit, Klimaschutz. Europa interessiert sich nur in Wellen für Afrika. In Konkurrenz mit anderen ist das zu wenig. Und mit dem Blick auf die deutsche Wirtschaft macht Hanna weiter. Die Zahl der Privatinsolvenzen hat sich im vergangenen Jahr fast verdoppelt. Man könnte meinen, wegen der Corona-Pandemie. Aber so einfach ist die Erklärung dann doch nicht. Valerie Haller an der Frankfurter Börse, woran lag es genau? Also schon, Corona hat schon auch dazu beigetragen, aber weit mehr ins Gewicht fällt tatsächlich etwas anderes. Und das ist eine Gesetzesänderung, die führte neue Fristen ein. Ja, und seitdem dauert das Insolvenzverfahren statt 6 Jahren nur noch 3. Betroffene können nun also viel schneller von ihren Restschulden befreit werden. Und diese Änderung, die haben bestimmt einige abgewartet, mit großem Einfluss auf die Zahlen. Seit Jahren gehen die Privatinsolvenzen zurück. Nun im Jahr 2021 die Wende. Erstmals seit 10 Jahren entwickeln sie sich sprunghaft nach oben und verdoppeln sich im Vergleich zum Vorjahr sogar nahezu. Dieses Jahr könnte es aber noch schlimmer kommen. Nach Einschätzung der Auskunft Thai schlagen nun die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie stärker durch. Sie rechnet weiter mit vielen Privatinsolvenzen. Wichtiger Grund, die Menschen stoßen zunehmend an ihre finanziellen Grenzen. Nach pandemiebedingter Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit sind die Reserven aufgebraucht. Dazu kommen steigende Energiepreise und Mieten. Geschätzte Privatinsolvenzen dieses Jahr 110.000 und damit noch mal etwas mehr als 2021. Diese Schätzungen der Experten, die gehen zwar auseinander, dass aber auch dieses Jahr wieder mehr Menschen Privatinsolvenz anmelden müssen, davon gehen die meisten aus. Danke, Valerie, nach Frankfurt. Es ist ein Rekordgewinn für Airbus und das trotz Corona-Krise. Der Flugzeug- und Rüstungskonzern hat 2021 einen Überschuss von 4,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Und zwar vor allem, weil das Unternehmen so viele Verkehrsflugzeuge verkauft hat. Aber auch weitere Sparten wie Hubschrauber, Rüstung und Raumfahrt lieferten gute Ergebnisse. Zur Europa League. Im Hinspiel der Zwischenrunde hat Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers verloren. Mit 2:4 unterlag der BVB vor 10.000 Zuschauern im eigenen Stadion. Das Rückspiel findet kommenden Donnerstag in Schottland statt und entscheidet, ob die Borussen es doch noch ins Achtelfinale schaffen.
Nach dem S-Bahn-Zusammenstoß bei München ermittelt die Polizei jetzt gegen einen der Lokführer. Der 54-Jährige habe vermutlich ein Haltesignal überfahren, sagte die Staatsanwaltschaft. Am Montag waren die zwei Züge auf einem eingleisigen Streckenabschnitt frontal kollidiert. Dabei kam ein Mann ums Leben. Die beiden Lokführer und vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Journalist und Autor Peter Merseburger ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 93 Jahren in Berlin. Merseburger war von 1967 bis 1975 Leiter und Moderator des Politmagazins Panorama im Ersten. Außerdem arbeitete er viele Jahre als ARD-Korrespondent. Der Fernsehjournalist war eine der prägenden Personen der westdeutschen Medienlandschaft. Das war's im Heute-Journal. Bei Maybrit Illner geht es gleich ums Geld. Unter dem Titel Preisschock nach der Pandemie ist der Wohlstand in Gefahr, diskutiert sie unter anderem mit Christian Lindner und Friedrich Merz. Und gegen 0.45 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update. Darin spricht Wulf Schmiese mit dem Präsidenten der Architektenkammer des Landes Rheinland-Pfalz, Joachim Rindt, über die Wohnungsnot. Und wir beide sind morgen wieder da. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Guten Abend. Es ist eigentlich ganz typisch, dass die Stürme bei uns gleich in Serie kommen. Nach dem Tief Ilenia, das ja jetzt heute über uns hinweggezogen ist, kommt hier gleich das nächste Tief hinterher. Das formiert sich gerade über dem Atlantik. Sein Name ist Zeynep. Es liegt noch westlich der britischen Inseln, bringt aber sehr milde Luft mit und zieht in den nächsten 24 Stunden über den Ärmelkanal weiter in Richtung Dänemark. Es bringt viel Regen mit und wieder Orkanböen. Es ist allerdings sehr schnell unterwegs. Heute Nacht ist es meist ruhig. Nur an den Küsten von Nord- und Ostsee gibt es noch mal stürmische Böen. Hin und wieder kann es ein bisschen regnen oder es fällt etwas Schneeregen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 0 Grad. Und morgen wird es sehr mild. Im Süden Baden-Württembergs und Bayerns steigen die Werte auf 14 bis 18 Grad. Sonst bleibt es bei 7 bis 13 Grad kühler. Morgen Vormittag sehen Sie noch die Sonne hier zwischen der Ostseeküste und dem Erzgebirge. Auch in Süddeutschland wird es freundlich. Von Westen aber kommt das Tief Zeynep heran, bringt Regen mit und der erreicht am Nachmittag dann auch den Osten. Dann gibt es kräftige Schauer und Gewitter hier im Westen und eben wieder Orkanböen. Schauen Sie sich hier die Situation morgen Abend gegen 19 Uhr an. Dieses Windfeld wird im Laufe der Nacht weiter nach Osten ziehen. Es bleibt also einfach sehr stürmisch. Am Samstag verlässt uns das Sturmtief, aber wechselhaft und windig geht's weiter. Guten Abend.